Leute, das Leben ist wirklich toll, Digga. Heute Fame oder so? Ja, bald. Bald? Oder da drauf, da steht, die Welt gehört dir. Die Welt gehört dir. Was eine wunderschöne Message, um das Video zu starten. The world is yours, Leute. Never forget. Und wer nicht abonniert, Dicker, der ist ein kleiner Wissig. Okay, okay, ja, wir sind schon da. Wir haben hier so extrem viele so Ami-Sachen und sowas, ne? Schau mal. Boah, die sehen wild aus. Mini-Pancake-Cereal. Aber in diesem Bild sehen die irgendwie richtig malig aus und hier sehen die voll lecker aus, Digga. Oder diese Musik ist auch schon sehr, sehr gechillt, Digga. Ich hab sehr, sehr Bock. Mit dieser Kugel rein, ne? Hast du schon mal getrunken? Nein, Digga. Nee? Nein, Digga. Boah, der die hier so eine Wurst, Digga. Wer will so eine Gurke? Das wär was für Stream, Digga. Das wär was für Stream, Digga, bei Gott. Einfach so eine riesen Gurke, Digga. Gurke, Digga. Ja, safe, Digga, auf jeden Fall. Geil, Digga, du machst, ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Die Vibes. Die Vibes sind so geil, Digga, bei Gott. Guck mal, Sean Brownski und ich, Digga, jeder von uns wurde von einem Typ einfach erkannt, der uns von YouTube kannte, Digga. Zwei Supporter haben uns einfach angesprochen, Digga, und meinten, wir feiern, was ihr macht. Das ist das beste Gefühl, das Bruder, gibt. Wie geil ist das, Digga? Okay, wie immer. Was tragen Sean und Kownski, Jabonski heute? Hey, Kownski gehört Bonski, yo, Bruder. Okay, ich fang an. Wir fangen von unten wieder an. Die Buffalos. Kein Glaube, Studio, Hose. Misbehave, selbstgemachtes Tanktop von einem Misbehave-Event, auf dem ich damals war in Warschau. Totenkopf-Ring, Totenkopf-Armband. Vivian Westwood, wow. Earring. Tom Ford, Brille. Oh, ich bin on fire. W-Man! Und Bloody Rain. Cap. Erstmal Clap in den Chat für seinen Fit, Digga. Aber jetzt kommt der Boss Kony Gavoni, you know what I'm saying? Es geht wieder mal von unten nach oben. Diese dreckigen Crack Agnes Studio Sneaker, die ich mir geholt habe. Aber wenigstens sind sie bequem, ja, you know what I'm saying? So eine billige 10€ Jeans vom Vintage Laden. So einen billigen Gürtel von Vintage Laden. So ein billiges T-Shirt von Vintage Laden. So eine billige Tasche vom Vintage Laden, you know what I'm saying? I'm wearing shit to see what time it is. But when I be walking in a room, people know what time it is, you know what I'm saying, Digga? Dazu noch diese Cartier Trinity, you know what I'm saying? Und dir noch so ein billige von Amazon, ja. Woher diese Chain, Digga? Ich hab die noch nie mit so einer dicken Chain gesehen. Guck mal, Digga, er macht auch Rapper heute. Bruder. Sorry, Quavo. Das ist diese Big Ass Cuban Chain. Weißgold, 3-4K hat die gekostet, so auf locker. Da dachte ich mir so, okay, Bruder, ich will auch so ein cooler Star sein wie Sean Brownski, Digga. Yes, sir. Deswegen will ich auch mal so eine Big Ass billige, Chain. Billige Pieces, teure Ausstrahlung. Yes, sir. Aber soll ich mal eine Weisheit von Sean Brownski rausbringen, die er immer sagt? Digga, schau mal, hier überall Psychose, Digga. Überall. Alle am Filmen so hier, geil, Digga. Alle am Filmen. Ah, geil, alle, mein Gott. Hallo. Digga, überall Kamera. Das ist wie dieser Spider-Man. Das ist Kamera, hallo, du machst halt hier, Mann! Hallo, weg mit dir, Gesinde! Digga, ich fick das Mann! Gesinde, runter von meinem Vorgarten, Mann! Ich glaube, wir haben hier was Krasses für Sean Brownski zusammengekriegt, Digga. Will ich hoffen, Digga. Hallo. Fresh ist hart, Digga. Aber, oh ja, Candy. Klingt ja gut. Perfekt, was sie gemacht hat. Ja, guck mal, ich hab ein AirTag immer an, damit meine Freunde mich wiederfinden. Ja, ich auf. Wenn er losgeht, Digga. Wenn ich losgehe, Bruder, dann finden mich meine Homies, Digga. Aber er ist ja normalerweise immer los. Das innovativ, Digga, innovativ. Hallo. Ja, so fresh, so fresh. Der freundliche, Digga, der freundliche. Boah, geil. Bruder, es ist so geil, Digga. Ich schwöre, ich bin so happy, Digga, mein Gott. Digga, hier so ein Stiefel. Ah, die hab ich gefunden. Andere Richtung. Okay, wir fangen mit den Babe Timbs an. Das habe ich noch nie gesehen. Wo? Wo? Schau mal, Digga, da, mit dem Babes da. Ja, Digga. Und den Laces, oder? Laces, Bruder, guck hier, sogar Muster. Ich hab die noch nie gesehen. Bruder, einfach 6 Euro für die Zeit, Bruder. 6 Euro nur. Dann Hose. Digga, Christian Audiger, Bruder. Jetzt hat Designer, Bro. Danke. Oh, das Shirt ist ja locker, Bruder. Ja, das Shirt ist hart.
Babe Vorbude. Baby Milo Chrome. Sehr hart. Und dann halt den Körper, ne? Der Typ, ne? Ja. Das ist anderes die Ausstrahlung. Das Charisma, Jungs. Das Charisma. Bad Ideas Old ist der größte Kanal, der dieses Jahr. Der größte Drecksladen in Berlin. Der größte Kanal, der dieses Jahr abgehen wird. Also Bad Ideas Old, Digga. Koniger Boni ist der größte Kanal, der abgehen wird. Geh mal nach Hause, Digga. Ghetto Shit, Bruder. Digga, was ist das für Schlumpfsperma, Digga? Das ist dieser Papa Schlumpf. Dieser Papa Schlumpf, Digga, hat er diese Flasche genattet. Weg mit der Gesindung, Alter. Reicht doch wieder, ne? Tschüss. Feierabend. Du nicht doch, das bin ich doch. Ich bin so happy, Digga. Das bist du? Das ist er, Digga. An meinem Nacken. Drück deine Bulle. Weg da, weg da. Wie geht's Ihnen? Sehr gut. Ich hab Geburtstag. Wer hat die denn eingeladen? Ich frage mich, wieso sie hier sind. Wir hatten wahrscheinlich wieder mal zu viel Spaß. Paragraph 900 Absatz 10 deutscher Staat. Zu viel Spaß. Bitte? Was ist dein Lieblingstier? Will ja nicht beantworten. Noch einmal beten. Okay. Danke. Jo, Moritz, was geht? Du hast krass fit. Bro. Bruder, er hat krank. Fit-Check. Fit-Check. Party ist vorbei. Alle nach Hause. Nach Hause. Schlafzeit. Nee, aber ehrlich, strange, ne? Das ist nicht mal 22 Uhr so. Boah, geil, schon Spucke. Boah, Bad Ideas auch nicht Spucke. Bad Ideas auch nicht Spucke. Oder die ist in zwei Jahren, ist die ein Huni-Wert. Das ist so ein Zombie. Power Rangers, Simbo. Das ist richtig, diese Avengers, Digga. Die bauen sich zusammen zu einem Superbullen. Ich bin kein Fußballfan, trage auch nie ein Trikot, aber wenn ich dann ein Trikot trage, bin ich. Ich bin sonst Kaka, Digga. Wir spielen, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe einen Spielverderber. Welch Spielverderber, Digga? Papierläufer. Ich bin wieder assi mit der Helikatüre, Digga. Was soll denn das hier? Diese ist schon assi, Digga. Diese ist schon günstig, auf jeden Fall. Ja. Warum kannst du denn? Schicksalstück, ein Verlierer, Matsonale. Na, ich kann nicht. Jo, Schicksalstück bis drei. Ja, aber dann, wenn du verlierst, ist ja umso witziger. Nein, da musst du. Du verlierst eh nichts. Du verlierst eh nichts. Okay, okay, bereit, bis drei, ja. Ich hab doch gesagt, ich gewinne. Nick mich, Alter. Nick mich. Nick mich, Alter. Fresh ist fresh. Ja, danke, Bro. Danke, bist du Musiker, Designer, was bist du? Musiker. Digga, das ist mein Atze, Bruder. Ich bin der Manager, ich stopp! Nein! Stopp! 10%! Okay, 10%! Ihr redet ja nix! Locke, aka Ongod, aka Hafid. Ich bin der Homie von Nick Helmut Schotten. Er ist mein Schatz. Wir lieben uns. Er ist mein Bre. Nächste Woche in München. Nee, diese Woche in München. Diese Woche in München. Einfach nur besoffen in Hurensohn sein, Digga. Ich kann nicht mehr, Digga. Eine Mission. Es gibt nur eine Mission, Digga. Dumm gehen, Bro. Besoffener Hurensohn. Dumm gehen. Schau mal, wir wollen einfach nur so wie die sein. Wir wollen einfach Spaß haben und ein bisschen hier rumchillen und so. Kommt einfach Polizei und macht auf diese Spielverderber, Digga. Stell dir vor, du machst diese Bachelor für Spielverderber. Quatsch, Digga. Quatsch-Ausbildung. Ich kann nicht fahren. Sag mal deinen YouTube-Kanal ins Video. Kark und Kunz. 18 Uhr Sonntag kommt neuer Vlog aus Antwerpen vom Sample Sale. Da haben wir auch ein Pop-Up gemacht. So vier deutsche Stores. Ich habe das ein bisschen gefilmt. Ich kenne die deutschen Stores. SNF Mall, Runway Garments, 6-5 Garments. 6-5 Garments. Und natürlich die Boys aus dem Saarland, Vertical Racks. Ja, Big Shoutout. Die Boys aus dem Saarland. Wer kennt sie nicht, Leute? Die Boys aus dem Saarland. Steht mal da, Volker, wir sind jetzt mittendrin hier. Soffen sind am Saufen. Komm mal her, ich zeig dir jetzt meine ganzen Bums, Digga. Komm mal her. Die Leute, alles Alkoholiker. Die haben gar keine Ahnung vom Leben, Digga. Die haben alles arbeitslose Wichser, Digga. Und jetzt Schluck trinken vom Mikrofon. Sehr gut, das war's auch wieder mit dem Interview. Weiter geht's. Ey, yo! Ey, yo! Komm her. Ey, yo! Wie heißt du? Ich bin Niklas. Krieg was vom Mikrofon. Sehr gut. Das war's schon mit dem Interview. Gut. Weiter, Digga. Soll ich tanzen? Ja, ja, tanz. Na, okay, ich auf zu tanzen. Nee. Heute ist kein Tanztag. Schaff ihn mal. Wie geht das?
Sprachtutorial für Nick Hammond-Schotten. Sprachtutorial mit Sean Brown und Please. Nick Hammond-Schotten. Okay, wie sprechen wir Regisseur aus? Regisseur. Regisseur. Yes. Oui, wow. Oh, mit Koffer sogar. Guten Urlaub, Leute. Pass auf euch auf. Erster Eindruck von Berlin. Viel Spaß in Berlin mit den Assis hier. Oh! Ah! Digga, diese Raffi. Bruder, ist nicht diese Raffi? Das ist diese Raffi, diese. Ich nehme mir ein bisschen Handcreme davon ab. Nehmt ja? euch ein bisschen Handcreme. Kennt ihn sowieso jeder, weil sie über 1 Million Views auf jedes TikTok haben. Und alle Chayas hängen Kony Gaboni zumindest an seinen Eiern. Weil John Bronski hat eine Chaya, deswegen will nur Kony Gaboni die Chayas. Und ja, wir werden richtig reich und die coolsten Typen auf der Welt. Ah, Amen. Amen. Amen, Dicker. Ob es jetzt Handy ist auf denen, weißt du? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Like, comment, subscribe und das Übliche, ne? 18 Uhr, Twitch, Stream, Jasper CD Roleplay. Vielen Dank fürs Zuschauen, like, comment, subscribe. Danke an White Shooter fürs Filmen. Bei Gott. Bis zum nächsten Mal.